Shalom. Vielen Dank für eure Gebete. Ohne Gebet können wir unsere Arbeit nicht tun. Und diese Woche beten wir gegen Antisemitismus. Bei unseren letzten Folgen haben wir immer für verschiedene jüdische Gruppierungen gebetet. Heute wollen wir gegen etwas beten. Antisemitismus nimmt in Deutschland wieder zu und ist ein Gift, das die deutsche Gesellschaft ruinieren kann. Antisemitismus heißt wörtlich, gegen die semitischen Völker zu sein, wird aber häufiger verwendet als Ausdruck für Hass gegen uns Juden. Und laut den Statistiken vom Bundesministerium des Innern, die auf der Webseite statistica.com zu finden sind, gab es im Jahr 2019 genau 2032 antisemitische Vorfälle, was die höchste Zahl seit 2001 darstellt. Antisemitismus kann natürlich viele Ursachen haben, aber die vielleicht häufigste ist ein Hass gegen uns als Volk und gegen die jüdische Religion. Durch die Geschichte hindurch wurden unter anderem auch von einigen Kirchenvätern öfters antisemitische Kommentare gegen die jüdische Religion gemacht und gegen alle, die sie praktizierten. Danach folgte die Ideologie der Rassen und der Glaube, dass wir Juden irgendwie minderwertig wären. Und das beste Beispiel ist natürlich der Zweite Weltkrieg. Heutzutage gibt es eine dritte Form des Antisemitismus, einen Anti-Israelismus. Damit ist nicht eine legitime Kritik der Politik des Staats Israel gemeint, sondern Verallgemeinerungen, die alle jüdischen Israelis als Mörder oder Siedler bezeichnen. In der Praxis sind die drei Formen des Antisemitismus schwer zu trennen. Letztendlich handelt es sich um einen Hass gegen die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Eine Frage, die wir oft hören, ist, warum gibt es immer noch Antisemitismus in dieser Welt? Zu dieser vielschichtigen und komplizierten Frage ist es schwer, eine einfache Antwort zu geben. Es gibt aber auf alle Fälle eine geistliche Komponente. Satan hasst uns als Gottes auserwähltes Volk. Er hat durch die Zeitalter hindurch versucht, durch Menschen wie dem Pharao oder Haman oder durch christlichen Antisemitismus uns zu zerstören oder uns von unserem Messias abzuwenden, dass wir ihn nicht mehr anrufen. Hinzu kommt, dass der Antisemitismus aus der menschlichen, gefallenen Natur entspringt, die, wie die Bibel beschreibt, zutiefst gebrochen und krank ist. Hass, egal gegen wen, ist ein Herzensproblem. Und wir sollen beten, dass der jüdische Messias diesen Hass mit seiner Liebe ersetzt und den Antisemiten ein neues Herz schenkt. Bitte betet mit uns gegen Antisemitismus weltweit und auch besonders hier in Berlin, dass unserem jüdischen Volk antisemitische Angriffe und Vorurteile erspart bleiben, dass unser jüdisches Volk persönliche Begegnungen mit Yeshua erlebt, dass Menschen den Mut haben, gegen Antisemitismus aufzustehen. Dass Antisemiten ein neues Herz bekommen und ihren Hass ablegen. Und dass durch Bildung und positive Begegnungen Hass mit Liebe ersetzt wird. Vielen Dank für eure Gebete. Falls ihr euch praktisch in unsere Arbeit gegen Antisemitismus einbringen oder dafür spenden möchtet, dann seht euch unten die Beschreibung an. Bis zum nächsten Mal. Shalom.